Prinzipiell gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, wie man schwingen kann, um einen Golfball Richtung Ziel befördern zu können. Die erste Variante wäre das Löffeln. Löffeln wäre, wenn man hier im Rückschwung den Schläger bereits eigentlich wegwirft und in diesem Moment, wo man an den Ball kommt, versucht die Schlagfläche rüber zu ziehen, um den Golfball noch treffen zu können, damit er Richtung Ziel gehen kann. Die zweite Variante ist die, die man mehrheitlich auf der Tour sieht und versucht mehrheitlich auch zu unterrichten. Und die geht wie folgt. Also dann ist man hier im Rückschwung und versucht jetzt mit dem Körper vorauszudrehen oder aufzustehen und im Durchschwung hier die Schlagfläche durch den Ball zu ziehen und Richtung Ziel abgeben zu können, währenddem dass der Körper hier weiter dreht. Der Vorteil von dieser Bewegung gegenüber der ersten ist, dass man hier eine stabile Schlagfläche hat und den Ball kontrollierter abgeben kann. Die dritte Art ist eine Methode, die man nicht so viel beobachtet und die geht wie folgt. Geht nach oben, schwingt nach unten, schwingt den Schläger nach unten und lässt hier jetzt den Schläger Richtung Ziel arbeiten, weiter arbeiten und geht danach ins Finish. Jetzt wie das aussieht, welche von den dreien wahrscheinlich die konstanteste ist, zeige ich dir hier jetzt noch down the line. Also, erste Variante war das Wegwerfen des Schlägerkopfes. Hier kann ich nach unten kommen, kann dann hier durch den Ball ziehen, kann dann hier durch den Ball ziehen und du siehst aufgrund von der Schlagfläche, dass ich durchaus den Ball Richtung Ziel abgeben kann. Die zweite Form der Tourspieler sieht dann so aus, die kommen dann hier nach unten, drehen und ziehen hier das Objekt Richtung Ziel, indem sie mit dem Körper ihre Kraft aufwenden, um die Schlagfläche stabil durch den Ball ziehen zu können, damit er Richtung Ziel abgeht. Die dritte Variante sieht wie folgt aus. Rückschwung, Schläger kommt nach unten, geht jetzt weiter durch den Ball Richtung Ziel und von da an hier geht es dann weiter und ins Finish. Diese drei Möglichkeiten gibt es zu schwingen und du hast wahrscheinlich schon gesehen, welche der drei verschiedenen Arten aufgrund der Betrachtung down the line, welche wahrscheinlich die konstanteste ist, von der Richtung auch, welche am wenigsten Kraft braucht und auch gesünder wäre für den Körper. Wichtig, finde jemanden oder komm zu mir, der dir helfen kann, die Art, wie du gerne spielen möchtest, zu entwickeln, damit du erfolgreich draußen zu deinen Resultaten kommen kannst. Wenn du mehr Informationen dieser Art möchtest, dann abonniere den Kanal, bedanke mich schon mal und freue mich, wenn ich dir weiterhin helfen darf, richtig Golf spielen zu lernen. Gute Zeit, viel Erfolg und bis zum nächsten Video. Tschüss!